Smarana, ihr Lieben, ich habe hier eine ganz tolle Blüte gefunden heute früh beim Spaziergang und die wollte ich euch mal zeigen. Es ist so wunderschön heute und ja, ich freue mich auf das, was kommt. Ich lege es mal hierher. Es kommt nämlich am 10.6. dieses große Ereignis der Sonnenfinsternis. Und zwar schiebt sich der Mond vor die Sonne und dann ist er nur nach außen herum, dieser schmale Kreis, sichtbar. Und 3 Tage vorher, 3 Tage nachher ist eine hochenergetische Zeit, die wir für uns nutzen sollen und nutzen können. Wir erhalten also die Möglichkeit, unser Bewusstsein auszudehnen und uns nochmal richtig, ja, dem Licht der Sonne, der Kraft der Sonne bewusst zu werden, weil sie ja an diesen Tagen so ein bisschen fehlt. Das Licht steht für Vollkommenheit. Das heißt also, die Dunkelheit, in der Dunkelheit fehlt die Vollkommenheit. So kann man es auch sehr schön beschreiben. Und jetzt kann es natürlich sein, dass in diesen 3 Tagen vor und 3 Tagen nach der Sonnenfinsternis, dass da so ein bisschen Stress entsteht in unserer Psyche, mit der Familie, mit den Freunden. Weil ja durch diese Dunkelheit die negativen Dinge bestärkt werden. Also es kann sein, dass in dieser Zeit die Schattenseiten mehr sichtbar werden, was aber letztendlich gut ist, weil wir, wenn wir was sehen, können wir uns darauf einrichten und das dann auch verbessern. Also nehmt jetzt einfach mal ein bisschen mehr Acht auf das, was geschieht und guckt mal, okay, wenn du dich unwohl fühlst, wenn da irgendwie vielleicht ein bisschen Stress entsteht, das ist noch etwas, was ich in mir trage und das kann ja gelöst werden. Also dazu dienen jetzt diese erhöhten Energien und es ist einfach so, dass es jetzt nicht nur bei dir privat so sein kann, sondern natürlich auch in deinem Ort, in deiner Stadt, auf der ganzen Erde, wo diese Sonnenfinsternis wirkt an diesen Stellen, also sie ist ja mehr oder weniger auf, nicht an jeder Fläche oder in jedem Land gleich stark fühlbar. Und dort, wo sie also jetzt intensiv fühlbar ist, diese Sonnenenergie, dort treten natürlich vermehrt diese Situationen auf, wo also Stress entstehen kann. Also mal sehen, was jetzt da überhaupt auch im Außen im Kollektiv geschieht. Da können natürlich ganz tiefe Gefühle nochmal hochkommen und sich zeigen. Und da bin ich echt gespannt, ob jetzt vielleicht dann doch der eine oder der andere gegen so manche Bestimmung vielleicht protestiert und sich dann ja diese Energie frei entfalten kann und rausgehen kann. Also insgesamt bedeutet das für uns eine Möglichkeit der Heilung, des Vorwärtskommens, des sich Weiterentwickelns. Und das ist, denke ich, ein sehr, sehr guter Gesichtspunkt, eine total schöne Möglichkeit, diese Tage zu nutzen. Die Sonne an sich steht ja für Licht, für Lebensfreude, für Kraft, für Güte und für Wärme. Und wenn das plötzlich nicht mehr da ist, dann spüren wir erst, was uns fehlt. Es ist ja so selbstverständlich, dass die Sonne da ist. Und schon wenn mal eine Wolke sich vor die Sonne schiebt, spüren wir, dass dieses Licht und die Wärme fehlt. Und jetzt mit dem Mond ist es natürlich ganz gravierend. Ja, und es ist also eine, tatsächlich eine Zeit der Herausforderung, würde ich sagen, der inneren Herausforderung, wie wir dann mit dieser Zeit umgehen. Ja, also die Phase der Sonnenkraft wird mit dem Mond verdeckt und in dieser Sonnenfinsternis und dann sagt auch noch, sagt man in der Mystik, dass man in dieser Zeit 3 Tage vorher, 3 Tage nachher keine Kinder zeugen soll, weil die Sexualkraft in dem Moment negativ beeinflusst wäre durch die fehlenden Sonnenstrahlen. Also überlegt euch genau, was ihr macht an diesen Tagen, weil dann auch die Kinder, die dann da geboren würden, wenn die in seiner Zeit gezeugt werden, mehr negative oder anfälliger auf negative Einflüsse sind. Das ist also ein Hinweis jetzt von uralten Lehren, die ja bestimmt auch ihre Berechtigung haben und die man so für sich mal überlegen kann, was macht das mit mir? Will ich mich lieber daran halten oder ist mir das ganz egal? Also das ist natürlich eure Entscheidung, wie ihr damit umgeht. Einfach zu gucken, möchte ich von dieser Zeit was lernen? Möchte ich
Meinen Körper heilen möchte ich in meinem Bewusstsein mich den Naturgesetzen anpassen, weil die Naturgesetze sind ja etwas, die schon so lange, die ständig auf die Erde einwirken und auch uns Menschen betreffen. Und wenn wir uns den Naturgesetzen anpassen, dann leben wir im Einklang. Und das ist natürlich viel feiner, im Einklang zu leben, als wie gegeneinander im Druck zu leben. Also deswegen mein Hinweis, guckt mal, was ihr damit macht. Was auch noch wichtig ist, ist, dass die Sonnenfinsternis uns Kraft gibt, das Vergangene anzuschauen. Also und das Vergangene, was da jetzt negativ war, dann auch loszulassen in dieser Zeit. Denn oft sind es ja Dinge aus der Vergangenheit, die uns immer noch beeinflussen oder die, an die wir gerne denken. Was heißt gerne, an die wir immer wieder denken und uns dadurch belasten. Das heißt ja nicht, umsonst lebe im Hier und Jetzt, weil das Hier und Jetzt, das gibt dir eine richtig gute Kraft. Und dann ist noch etwas Wundervolles zu tun und wir werden das jetzt dann auch in der Meditation zusammen machen, in der Sonnenfinsternis-Meditation, ein Ritual mit der Nam-Energie. Die Nam-Energie bringt dich dazu, deinen Geist, deinen Körper, deine Seele, dich zu verjüngen. Und wenn wir uns diesen Tönen Nam, das ist das N-A-A-M, also zwei A's in der Mitte, wenn wir uns diesen Tönen hingeben, kommen wir in die Schwingung der Verjüngung. Und die ist jetzt an diesen 6 Tagen gerade sehr intensiv. Also ich empfehle euch auch, vielleicht wer gerne chantet, dieses Nam einfach zu chanten. Immer mal an diesen 6 Tagen das Namen zu chanten und sich dadurch im Bewusstsein an diese Kraft der Sonnenfinsternis anzubinden. Und dadurch öffnet sich das innere Feld der Seele und dadurch kommt die verjüngende Kraft zu euch. Also es ist eine sehr wertvolle, schöne Lichtarbeit, die ihr für euch selbst tun könnt und dürft. Und es ist wichtig, dass ihr euch ständig auf das Gute konzentriert. Das Gute, das Positive, das ist nämlich die Chance für das Bewusstsein, für das höhere Bewusstsein, was wir in diesen 6 Tagen einfach erlangen können, wenn wir die Kräfte und die Energien richtig einsetzen. Das ist einfach ganz wichtig. Und der eigentlich am wichtigste Punkt, das ist, dass wir in dieser Zeit uns wirklich sehr konzentrieren auf die Liebe Gottes. Und dann vielleicht noch in Verbindung zu Nam die Liebe Gottes in uns integrieren, festigen, uns mit dieser Liebe ausdehnen. Und das möchte ich mit euch machen. Das ist so eine große Bewusstseinserhöhung mit der Kraft der Sonne. Und mit der Kraft des Mondes, weil beide Planeten begleiten uns ja, begleiten ja die Erde ständig, sind ganz nah, sind unsere Begleiter. Und wenn wir uns mit denen verbinden, schwingen wir im universellen Gleichgewicht, sind wir, fühlen wir uns wirklich richtig als Teil vom Großen und Ganzen. Und die Liebe Gottes kann in uns einstrahlen, uns stützen und wir können unser Leben in eine wundervolle, erfüllende Art und Weise bereichern. Ja, und das möchte ich jetzt gerne mit euch machen. Ich muss schnell noch mal was trinken. So, dann macht euch bereit auf die wundervolle Nam-Sonnen-Meditation.
Ich bitte um die Energie des Schutzes für mich und meinen Kanal. Und wenn du selbst auch Schutz möchtest, dann bitte jetzt darum. Und so öffne ich nun meinen Channel-Kanal und verbinde mich direkt mit der Liebe Gottes. Ich tauche ein in die Gedankenfelder von Smarana und die Nähe Gottes wird fühlbar. So schließe du deine Augen und konzentriere dich ganz auf dich selbst, auf deinen Körper, auf deinen Atem, auf deinen Herzschlag. Und konzentriere dich auch auf die Sonne, auf die Kraft der vollkommenen Liebe, des höchsten, reinsten Lichtes. Und so fließt deine Aufmerksamkeit und deine Liebe direkt zur Sonne. Du befindest dich in einer bequemen Position. Du bist ungestört und fühlst die Leichtigkeit deiner Seele und fühlst das Licht deiner Seele. Und wenn du nun deine Seele öffnest und dich auf die Kraft der Sonne konzentrierst, spürst du vielleicht, wie diese Wärme zu dir fließt. Und wenn du nun zur gleichen Zeit dich auf die Kraft des Mondes konzentrierst, spürst du auch diese Energie. Und so fließen beide Energien vereint zu dir. Öffne dein Bewusstsein so weit, wie es dir möglich ist, indem du dein Kronenchakra öffnest, dein Herz öffnest und dich jetzt in diesem Moment auf die Liebe Gottes konzentrierst. Lade die Liebe Gottes ein, jetzt zu dir zu fließen. Und genau in diesem Moment spürst du, wie sich das goldene Liebesband aus deinem Herzen und deiner Seele mit Gottes Liebe verbindet. Spüre deine Zugehörigkeit. Und fühle die Kraft und den Schutz von Gottes Anwesenheit. Denn jetzt, genau in diesem Moment, wird deine Seele beginnen, die Töne von Nam zu singen. Und so lass dich nun in die Töne von Nam hineinfallen. Singe sie mit deiner inneren Stimme, singe sie mit deiner Seele. Lasse dich tragen von Nam in der Gewissheit,
dass sich verjüngende Energien für deinen Geist, für deine Seele und deinen Körper zu dir bewegen. Dass dich die Wellen von Nam in jeder einzelnen Zelle berühren. Nam verbindet sich mit dir. Fließt durch deinen Körper. Na, wird ein Teil von dir. Na, Nam schwingt im Innen und im Außen. Sogar die Engel, sie singen Nam für dich. So dehnt sich diese Energie in dir aus, fließt durch dein komplettes System. Erfüllt deine Seele mit Glückseligkeit. Nam zieht in dir ein und wird nun von Gottes Liebe in dir verankert. Das Licht der Verjüngung fließt durch deine ganzen Zellen, durch jede kleinste Faser deines Körpers. Und so genieße diese Momente, denn sie sind heilig. Und dann, nach einer gewissen Zeit, wenn du spürst, dass die Energie sich überall in deinem Körper befindet, dann kommst du wieder langsam in das Hier und Jetzt zurück, bedankst dich bei Gott, dem Vater, bei den Engeln und bei deiner Seele für alles, was heute geschehen durfte. Ich denke, ihr seid wieder alle hier. Und wenn ich jetzt in eure Lichtkörper schaue, sehe ich das Strahlen von Nam, von dieser wundervollen Verjüngungsenergie. Also ich für mich werde wirklich diese 6 Tage mit dieser Energie nutzen. Und ich wünsche euch ganz viel Freude damit. Habt eine gute Zeit. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.